Willkommen im Ashraya. Herzlich willkommen zu dem Shiva Dhyan Yoga Kurs. Zuerst erkläre ich, was Shiva Dhyan Yoga bedeutet und nachher fangen wir mit der ersten Shiva Dhyan Yoga Meditation an. Shiva Dhyan Yoga ist vom erleuchteten Meister Shiva Guru Charaneshwar aus dem Himalaya in die Welt gebracht worden als Instrument für den Frieden im Geist und dass man sich selber kann erkennen, dass man weiß, wer man ist und wieso wir da sind. Was bedeutet Shiva? Der Shiva Guruji hat das Bild von Shiva kreiert und erklärt, Shiva bedeutet S für Synergie, H für Harmonie, I für Initiierung, W für Weite und Vibration und A für das Aufwachen vom Bewusstsein. Shiva, Dhyan, Yoga. Dhyan bedeutet Meditation und Yoga, Vereinigung mit sich selber. Ich sehe, Shiva ist abgebildet im Licht und stellt das Einheitsbewusstsein dar. Das reine Bewusstsein und der Zustand der Erleuchtung. Der Shiva Guruji erklärt, Shiva umfasst alle fünf Elemente. S für Space, Sky, Element Raum, H für Horizont, Element Erde, I für Ignition, Element Feuer, W für Wasser und A für den Atem, Element Luft. Wir haben alle fünf Elemente in unseren Händen und darum sind Mudras im Shiva Dhyan Yoga extrem wichtig und sehr kraftvoll. Und schweig.